Hallo, mein Name ist Michaela Jessica Rehak. Ich bin 43, komme aus der Steiermark und bin Schauspielerin. Ja, dadurch Wien immer 7 Stunden Fahrt bedeuten für mich mit dem Zug, ist es irgendwie so ein Ja, ich will es wirklich, weil der Aufwand ja doch wirklich groß ist und ich den wirklich gern auf mich nehme. Das macht mir einfach unglaublichen Spaß und ich liebe es und würde mich total freuen, wenn ich bei eurem Film dabei sein dürfte. Was für ein Vorschlag. Du hast dir wahrlich dein kindliches Herz bewahrt. Nicht alle Gebote sind allen bekannt. Meine liebe Schwester, erlaube mir dir zu sagen, du verschwendest nur deine Zeit. Könntest du dir wünschen, den Bund zu beschmutzen, der uns vereint? Ich würde denken, nein, nicht du. Ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Ich nähre dich. Und was für ein schönes Zuhause wir haben. Wieso sollte ich all das irgendjemanden entweihen lassen? Es bin nicht ich, die dein Glück an Fremde verkauft. Wenn ich dich nicht beschütze, so lieb ich dich hab. Es wird ein böses Ende mit dir nehmen. Lass dir das gesagt sein. Du scheinst, denke ich, nicht richtig verstanden zu haben, was unser Gesetz vorschreibt. Worin zum Teufel soll dir jemand gehorchen? Sag mir doch, ist es nicht so, dass ich gut möglich auch dir in gleicher Weise geneigt sein sollte und dich züchtigen sollte? Denn das ist es, was es heißt, jemandem geneigt zu sein, diesen jemanden zu schlagen. Weshalb soll gerade dein Körper freigestellt sein davon, von Hieben und Gesetzen? Und meiner nicht? Auch ich bin hier geboren. Die Kinder vergießen Tränen. Und denkst du nicht, dass es rechtens ist, dass eine Mutter weinen soll? Denkst du nicht, unser Gesetz schreibt es vor, dass du an dieser Stelle stehst? Ich würde behaupten, dass alte Frauen zweifache Mädchen sind und dass es vernünftiger ist, wenn die Alten weinen als die Jungen, insofern es weniger angemessen ist, dass sie irren. Wenn eine Mutter sich an einem Wendepunkt in ihrem Amt wiederfindet, so wie ich, muss sie so bleiben, wie sie immer war, unerschütterlich. Ich werde es morgen ankündigen. Du kannst dir das Vergnügen nicht vorstellen, das es mir bereitet, diejenige zu sein, an die ihr euch alle wendet. Applaus, Dankbarkeit, Lobpreisung, Kronen aus Lorbeer. All das erwähle ich mit vollgefüllten und vor Freude zitternden Händen. In meiner geheimen Ekstase habe ich mich selbst mit einer Glückseligkeit bedrängt. So berauschend. Hallo, da bin ich wieder, als ich. Ich hoffe, meine Interpretation der Nonne konnte euch überzeugen und ihr sagt jetzt genau sie wollen wir. Das wäre schön, das würde mich wirklich freuen. Und zusätzlich würde es mich einfach total freuen, weil ich null Ahnung habe, wie es in einem Kloster abläuft und wie das Leben einer Nonne ist und mich das wirklich interessieren wird. Aber ja, in erster Linie würde ich einfach gern spielen. Das mag ich einfach. Ja, so gesehen, warte auf eure Entscheidung und halt mir in der Zwischenzeit die Daumen. Ciao.